So, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 4. Ganz kurz, ich sag nur kurz hallo, denn ich hatte zwischendurch das Spiel aus und so, ne? Deswegen stehe ich hier wieder rum. Ich werde ganz kurz die ganzen Flottensachen machen. Ich spule das diesmal wieder vor, ich sag auch nichts dazu. Ich mache das auf vierfache Geschwindigkeit und dann sollte das von der Länge her in Ordnung sein. Also würde ich sagen, bis danach, ja? Weil wenn ich dabei rede, macht keinen Sinn, wenn ich es dann beschleunige. Also bis gleich. So, ihr Lieben, damit haben wir das gemacht, die Flotte. Ich hoffe, das war okay. Ich habe das einfach wieder beschleunigt und habe da nichts zu gesagt. Ich habe die Schiffe auch wieder losgeschickt. Teilweise auch Aufträge, die bis zu 5500 Real bringen. Aber wir haben jetzt auch 80.000. So, wir sollen irgendwie noch, wir hatten noch einen Marineauftrag, war das, glaube ich, hier von dem Ford. Und wir sollen mal da hinten hinschippern und ein, was war es, eine spanische Fregatte auswendig machen. Das machen wir mal. Wir schippern mal dahin. So, singt mal, Männer. Genau, so mag ich das. So müsst ihr das machen. Immer schön singen für Papa. Ach ja, was haben wir denn da wieder Süßes? Die sind ja auch nicht tot zu kriegen. Immer wieder sind die, immer wieder kommen die zurück. Scheint sich zu lohnen, das Piratenjäger-Gewerbe. Denn da gibt es ja immer wieder neue, die sich da versenken lassen wollen, ne? Yo, ho, ho. Ich habe aber diesmal auch nochmal geguckt, die Aufnahme läuft. Ich bin zufrieden. Nicht, dass es wieder irgendwie viel schlägt. Das war wirklich mies. Was haben wir da hinten jetzt? Ein Schoner Stufe 8? Was hast du denn für Probleme? So, wir schauen mal. Eine spanische Fregatte auswendig machen. So. Suchen wir mal. Ist natürlich bei dem Nebel super, eine Fregatte suchen. Wahrscheinlich ramme ich die, bevor ich sie sehe. Da hinten. Ah, okay. Warnung. Bei Verbündeten bleiben. So, die soll ich verteidigen. Die Neptuno. Die Neptuno soll ich verteidigen.
Die wird beschossen, das heißt, man versenkt mal schön die Verfolger. Wolltet gern schwimmen, hä? Nicht, dass ich die Fregatte versenke. Aber ich glaube, das hat sich jetzt bald mit dem, ja. Ah, da kommen noch mehr. Das ist schön. Mal gucken, ob das soweit kommt. Nee, noch sind die zu weit weg. Okay, da kommt die Fregatte. Nicht, dass ich die beballere. Lassen wir die mal vorbeiziehen. Los, Segel, los geht's! Weil ich soll die ja sowieso begleiten, ne? Biere freimachen, lasst etwas Segel sehen! Ja, noch sind die zu weit weg. Okay, dann schippern wir weiter hinterher. Segel setzen, Bewegung! Die haut mir gerade sowieso ab. Boah, was haben die denn für ein Speed? Unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Feuer! Alle außer großen Bergen! Oh oh. Feuer! Nicht gut genug! Jetzt wird gerade mein Schiffchen da zerballert, die Neptuno. Bereit zu feuern, Sir! Schwachstelle auf den Grund! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Feuer! Ich ramm die einfach. Feuer! Schütz sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Wir werden sie. Also, jetzt haben wir nur noch das kleine Ding da. So, okay, die sind weg. Noch mehr? Okay, da hinten. Dann schippe ich lieber mal direkt dahin, weil das Schiff ist schon am Blinken. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Feuer! Ah, komm schon, treff die Bastarde! Ja, siehst du mal, das war doch ein Treffer. Ah, jetzt sind anscheinend da richtig dicke Schiffe am Kommen. Oh oh. Wenn das mal gut geht. Feuer! Rahm- und Marssegel fest, Summe! Standhaft, Jungs! Ja, das Ding ist gleich weg. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber ich weiß nicht auch, wie ich das verteidigen soll, wenn da so viele dicke Schiffe kommen. Wir werden auf sie treffen! Feuer! Mehr Segel! Alle Segel! Feuer! Feuer! Bereit für Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Ne, ich will die ja nicht versenken. Ich will die ja nicht entern. Ich will jetzt nur das Schiff verteidigen. Oh, da fliegen meine Kettenkugeln. Du, 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 du! Na toll, und da haben doch keinen Treffer gelandet. Okay, wer noch? Ist noch irgendwer fahrtüchtig? Oder liegen die alle? Das wäre ja erstmal meine Frage. Versenken kann ich die immer noch. Ein Wrack mehr! So, die sind auch weg. Okay, das scheint erstmal gut zu sein, soweit. So, wo sind die da hinten? Da hinten sind sie. Mal gucken, ob ich die von hier aus treffe. Ja, wunderbar. Okay, das sollte kein Problem mehr sein. Noch steht das Schiff, beziehungsweise es schwimmt. Noch. Frage ist, wie lange? Nicht gut genug. Nicht gut genug. Das reicht uns nicht. Wer die Folge kennt, Hauer mit your mother. Geil. Oh, das hat schon geklappt, das war's schon. Okay, schön. Danke, danke. 2400 Real. Ah, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. So, jetzt bekannt als Grad 2. Steuerrad der Queen N freigeschaltet. Galionsfigur der Ranger. Glückwunsch, dieses neue Objekt. Eieiei, jetzt kriegen wir hier richtig coole Sachen freigeschaltet. So, jetzt wäre mal meine Überlegung, dass wir... Wir sind jetzt gerade mitten im Meer, glaube ich, ne? Genau. Also was ich natürlich zum einen gerne machen würde, sind diese Tauchsachen, weil mir das echt Spaß gemacht hat, muss ich sagen, weil wir das relativ neu noch freigeschaltet haben. Irgendwer hatte geschrieben in den Kommentaren von wegen, Sarazar war da, wo du jetzt in Part 60 oder wo das war, wo wir die Tauchglocke bekommen haben, da war der bei Part 20. Ja, da sieht man eben den Unterschied, ja. Er haut dann halt schnell die Story durch, das mag ja auch gut sein, kann man ja machen, vielleicht auch für ein Let's Play gar nicht so schlecht, aber ich... Hab ja auch schon oft gesagt, ich spiele die Spiele so, wie ich sie privat spielen würde. Und privat würde ich einfach nicht durch die Story durchraschen, sondern ich würde auch privat solche Sachen sammeln, Schiffe versenken, einfach um das Schiff zu upgraden, weil mir das persönlich Spaß macht. Und dann muss man halt für sich selber wissen als Zuschauer, welches Let's Play möchte man haben. Möchte man einfach nur die Story sehen, dann sollte man vielleicht eher bei Sarazar gucken. Oder möchte man eben wirklich das Spiel als solches vorgestellt kriegen, mit all seinen Funktionen und so, wie man es vielleicht auch selber spielen würde, dann muss man eben bei mir schauen. Das ist halt einfach eine Typsache. Wollte ich nur mal kurz was zu sagen, weil irgendwer das geschrieben hatte. So, wir können also entweder, ja, weiter tauchen gehen, da hätte ich Lust. Kann ich da Schnellreisen hinmachen? Nee, ne? Nee, beim ersten Mal nicht. Okay, jetzt könnte ich da hinreisen, weil ich da schon war.
Hier kann ich eine Schnellreise machen, aber da zum Beispiel war ich noch nicht. Das heißt, man müsste dahin schippern. Kann ich denn zu der Mission zum Beispiel eine Schnellreise machen? Des Teufels Advokat auch nicht, ne? Was wäre denn das nächstgelegene? Da wahrscheinlich. Da kann ich eine Schnellreise machen. Dann wären wir ja schon ganz nah an der Hauptmission. Dann reisen wir mal dahin. Ich habe sowieso gedacht, wir benutzen jetzt mal mehr die Schnellreisen in den nächsten Parts, weil erstens, wenn man schippert, dann wird man 100.000 Mal aufgehalten, halt, weil überall Schiffe sind, die man versenken kann. Und außerdem haben wir ja jetzt vom Schiff, das ist ja schon fast komplett upgraded, das haben wir halt, andere machen das vielleicht danach, ich habe es halt in der Story gemacht. Das heißt, wir sind jetzt gar nicht mehr, haben jetzt gar nicht mehr so den Bedarf, halt viel zu plündern, ne? Deswegen können wir auch ruhig mal ein bisschen schneller durch die Mission jetzt, können auch mal die Schnellreise benutzen und werden jetzt auch uns direkt dazu der Mission begeben. Erst einmal, wenn wir die haben, können wir ja dann das nächste Wrack da tauchen gehen, weil das Tauchen fand ich echt ganz cool. Das hat Spaß gemacht, sieht schön aus. Aber jetzt sind wir halt sowieso sehr nah an der Mission, dann machen wir die halt eben, ne? Schoner, Schiffe 23. Ach, guck mal, Benjamin der Pirat. Oh, ist ja schön. Benjamin der Pirat ist hier am Start. Der Benjamin. So, das Teufelsadvokat. Sequenz 6. Starten wir mal. Badam. Na, Benny. Was zum Teufel ist dir geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Die Queen Anne's Revenge ausfindig machen. Also er sagt uns, lass ihn in Ruhe, ja? Und unser Auftrag ist natürlich, ihn nicht in Ruhe zu lassen. Super. Naja gut, wir schippern mal dahin. Jetzt hatte ich gerade gar nicht mitbekommen, was war der alternative, Überlebende retten, 5 Stück, okay. Das hatte ich nicht mitbekommen. Was haben wir da? Eine Fregatte? Naja, lassen wir die mal in Ruhe, ne? Was hätten die mich gerammt? Dann hätte ich aber losgefeuert aus allen Rohren. Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Ach so, der. Dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Der hinterlässt also hier eine Spur der Verwüstung, der gute Blackbeard, anscheinend. Da ist noch so ein Wrack, Captain. Wir das sammeln mal ein. Schön wachsam. So, einen von 5 Überlebenden haben wir gerettet. Das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold, ihren sinnlosen Kleinkind. Magst du es nicht? Oh doch, nein. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. So ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles gekriegt. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Oh, 100 Metall! So leid es mir tut, da kann ich nicht nein sagen. Wir brauchen das Metall. Das ist das Letzte, was wir überhaupt noch brauchen. Ich hoffe, ich werde nicht desynchronisiert, wenn ich hier auffalle. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer. Lebe ich nur für andere und nicht für mich selbst. So, also, das musste leider sein. Es ging ja auch schnell. Nur wir brauchen das Metall. Das ist halt das Einzige, was wir überhaupt noch wirklich gut gebrauchen können. Insofern darf ich da leider nicht nein sagen. Ich mach's auch schnell, obwohl ich bin ja gerade in der Mission. Deswegen will ich da jetzt gar nicht lange rumschnacken hier, rumballern. So, wir machen das ganz schnell und dann ist gut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber das Metall ist halt echt das, wir brauchen. Das ist das Letzte, was wir überhaupt noch brauchen. Für hier Rumpfausbau und sowas. Oder auch für die Kanonen vor allem brauchen wir das einfach. Das lohnt sich also noch. Moment. So, einmal die Schwerter ausgerüstet. Na, da habe ich aber gekontert, mein Lieber. So, wir schnitzeln uns einmal kurz übers Deck, das geht ja schnell. Und dann ist auch gut hier. Soll ja nicht lange dauern, wird's auch nicht. Denn wir sind ja schließlich eigentlich in der Mission. So, und damit hat sich das. So, Jungs, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ne?
Danke, danke, 100. Also, das ist halt einfach wegen dem Metall. Das brauchen wir. Dringend. Finde ich super nett von euch. Damit kann ich eigentlich direkt mal meinen Bekanntheitsgrad ein bisschen verringern hier mit der Easy. Ne? Oh, geht da natürlich gar nicht. Ja gut, dann reparieren wir halt. Okay. Danke, und damit kann es weitergehen mit der Story. Eine kurze Unterbrechung. So, einmal rum. Ich muss da hinten hin. Einmal drehen, bitte. Die hat Holz und Stoff, das interessiert mich nicht. Öffnet die Hauptsegel! Allen Schothorn, an die Schoten! Wir müssen umsichtig sein, diese Gewässer. So, okay, weiter geht's. Ihr könnt auch ruhig wieder weiterreden, ihr beiden. Ich wollte euch jetzt nicht stören. Ram- und Marssegel festzurren! An die Geithaue! Oh Gott, nein, das kann doch nicht sein. Ganz ehrlich, ich finde es jetzt auch gemein gerade, weil ich jetzt echt gerade in der Mission bin, aber kann man jetzt nichts machen. Das geht halt so schnell. Auf dein Zeichen, Captain! Einhol! Einhol! Feuer! Weißt du, die schießen, dann schieße ich einmal zurück und dann BAM! Feuer! Wenn ich einmal zurückschieße oder zweimal war es okay, dann sind die plötzlich tot. Alle versenkt hier. So. Ganz schnell. Aber das ist natürlich super für uns. 200 Stücke Metall sind sehr gut. Können wir super gebrauchen. Perfekt ist das. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen möglichst schnell weitermachen mit der Story ab jetzt. Und kaum bist du in der Story, schippert dir alles mit Metall über den Weg, ne? Aber ist ja gut. Ist ja perfekt. Dafür haben wir uns den Weg gespart mit der Schnellreise, wo ich sonst wahrscheinlich noch mehr Schiffe versenkt hätte. Insofern ist das gut. Aber es ist perfekt, dass sie alle Metall dabei haben. Das finde ich ja sehr gut. So, wo ist der Offizier? Siehst du mal, zack. So schnell geht das nämlich. Das ist eine Sache von 2 Minütchen. Höchstens, wenn überhaupt. Das war weniger, glaube ich. So, Jungs. Nicht lang schnacken. Danke fürs Metall auf jeden Fall. Nehmen wir auf, verschrotten wir dann oder so. Und weiter geht's. Ist eigentlich auch lustig, ne? Man nimmt die in die Crew auf, macht die zum Captain und dann verschrottet man das Schiff. Gib mir etwas Fahrt! Mit Leuten drauf wahrscheinlich, ne? So, weiter geht's. Wo ist der Punkt? Wo ist der grüne Punkt? Gar nicht mehr. Achso, ich muss jetzt einfach nur noch in den Kreis da. Warte mal, da ist noch einer, den ich retten muss. Für das optionale Missionsziel. Holen wir uns den noch eben. So, okay. Den haben wir. Noch einen, dann haben wir sogar das optionale Missionsziel erfüllt. Das ist doch schön. Wo ist jetzt die Queen Anne's Revenge? Er sollte in der Nähe sein, Captain. Ja, das ist aber wo? Wo in der Nähe? Und was mache ich, wenn ich ihm begegne? Soll ich ihn da versenken oder was? Steuerbord! Da treibt etwas Frachtgut, Sir. Das ist nur eine Fregatte. Keine Queen Anne's Revenge. So viel Segel, wie ihr könnt! Setzt alle Segel, die wir haben! Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! Ja, das optionale Missionsziel haben wir schon mal. Aber was ist denn das für ein Riesenradius, sag mal? Oh Gott! Irgendwo hier! Aha, irgendwo hier. Na dann schipper ich halt weiter. Die Frage ist ja, na gut, das ist ein Riesenradius. Die Frage ist ja, wo ist er denn? Wie soll ich das denn rausfinden bei dem Nebel? War das so gedacht vom Spiel, dass man nichts sieht bei der Mission oder wie? Das sieht gut aus. Das sieht so aus wie ein Schiff. Da ist er doch.
Die Queen Anne's Revenge. Alex, sie da. Das ist die Blackbeard erreichen. Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Bitte voraus, Sir! Holt sie nieder! Raus auf dem Vent! Soll ich da hinlaufen? Soll ich hier anlegen oder was? Na dann. Ich kann da ja nicht parken. Der hat ja selber da schon. Der hat den Parkplatz ja belegt. Hoffentlich hat er ein Parkticket. Ich gehe an Land. Ich lasse mich jetzt auch heißen. Achso, der nimmt mein Schiff mit. Okay. Ja gut, dann gehe ich mal an Land und schaue mir das mal an, was da Sache ist. Der ist also in Problemen. Blackbeard hat Probleme. Glaubt ihr doch selber nicht, dass Blackbeard jemals in Probleme geraten könnte. Mein Gott. Durch Rauchbomben gestoppte Wachen töten. Moment, Rauchbomben. So, da haben wir Rauchbomben. Lass mich einmal kurz eine Smoke-Party schmeißen. Juhu! Bleib standhaft, Bonnet. Die Waffen bereit und den Rücken zur See. Hat dich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bonnet? Oh, nicht im geringsten, nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Du bist in dein Wespennest getreten, Pat. Im Dienste einer guten Sache. Medizin, meinst du hoffentlich? Ei, eine Gallione! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein. So, war's das jetzt mal, oder was? Der noch? Subtile liegt dir nicht. Oder Thatch? Nee. Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. Tja, mein Lieber, hab ich dir den Arsch gerettet, ne? Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Ja, dann holt euch das Schiff, Ding. So schnell es geht. Zu deinem Schiff? Was soll ich denn auf deinem Schiff? Oh, na egal. Das ist zu viel. Schönes Schiff hast du. Zurück zu Jack Go, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch okay. Erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl. Hauptsegel setzen! Und nimm Kurs auf das verdammte Schiff! Hey, du bist doch in der Captain. Zeit haben als ob wir der mich sein Medizin. Schiff. Ja, egal. Als ob der mich sein Schiff fahren lassen würde, normalerweise. Egal, jetzt fahren wir die Queen Anne's Revenge. Hab ich auch nichts gegen. Das Kriegsschiff entern. So, das klingt natürlich jetzt alles spannend. Ist es ja auch. Und wir sind auch mitten in der Mission. Das Ding ist auch ziemlich robust. Aber ich muss das leider beim nächsten Mal weitermachen, denn das war's für diesen Part. Euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Walle. Bye, bye.